Logbucheintrag Nummer 37. Captain Kirk Beard an Bord des Aufklärungsschiffs entdeckt, ohne das ganze Lager aufzuscheuchen. Ja, drücken wir Ihnen die Daumen. Sonst bleiben wir hier ewig im Matsch stecken. So. Damit sind wir wieder hier, an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir müssen immer noch den einen Aufklärer da ausschalten. Die Frage ist, wie ich das am besten mache. So. Ja, so. Okay, damit wäre das schon mal erledigt. Jetzt würde ich mich aber gerne noch ein bisschen hier umschauen. Zum Beispiel die beiden da loswerden. Den da oben loswerden. Eigentlich so gut wie alle loswerden. Weil hier sehe ich noch gelbe Würfel. Also schrecken wir die ruhig mal ein bisschen auf. Indem wir ihn hier runterballern. Und die beiden werden wir auch gut los. Oh. Okay, der beschießt uns. Dann kümmern wir uns mal einfach um ihn. So, wie wir uns auch um den da kümmern. Den da können wir runterballern. So. Mal das Force Field an. Und dann haben wir schon mal hier ziemlich Ruhe. Denke ich mal. So, die beiden sind da hinten. Smashfist sieht mal wieder nicht gut aus. Ist aber halb so wild, denke ich. So. Wir können uns das Zeug hier einsacken. Und uns mal beim Runenstein treffen. Und dann können wir uns hier etwas in Ruhe umsehen. So. Smash Fist und Forster die Rüstung mal ein bisschen auffüllen. Dir auch. 2 Punkte hast du. Geben wir gleich mal aus für den Rain of Arrows. Dann bist du schon mal fertig. Du hast 3 Punkte für den Powerful Acceleration. Bist du auch fertig. Dir fehlt noch 1 Punkt. So. Safen wir das mal. Dann haben wir auch gleich gespeichert. Erfolgreich. Und können uns hier in Ruhe umsehen. Oh.
Ach nee, du bist kein Höhlenbewohner, du bist einfach nur irgendein Depp. Nein, du bist irgendein Gegenstand, ein Stück Knochen, was hier rumliegt. Ich weiß zwar nicht, ob das noch was bringt, aber ich hätte gern den roten Power-Kristall da. Aber ich glaube nicht, dass ich mich da jetzt rüber katapultieren kann. Ich versuche es einfach mal. Nein, ich lande unten in der Pampa. Okay, das heißt, um darüber zu kommen. Muss ich außen rum gehen. So, ihr beide versteckt euch dabei wieder. Währenddessen übernimmt mein Shadow. Hier die nächsten Aktionen. Oh, da ist ein Heilstein. Okay, das ist gut. Oh, sehen ist nicht so gut. Ach, die kommen da hinten hochgerannt. Ah ja, die kommen da hochgerannt. So. Das macht aber auch wenig Schaden, beide Schüsse. Ich kann ihn aber gut an die Wand nageln. Force Field anmachen, da ist es noch besser. So. Okay, gut. Die beiden wollte ich da eigentlich nicht hochlocken, aber ist egal. Was? Achso, ich habe Energiekristalle eingesackt. Oh, und da ist auch noch ein. Au. Okay, da oben ist ein böser Gegner. Jetzt will ich aber erstmal den ausschalten, dass ich alle zum Heilstein buxieren kann. So. Da muss ich endlich wieder hier runterkommen. Gucken, wo sich der Kerl hier versteckt. Da versteckt er sich. Da hat er sich versteckt. So. Ich sehe einen gelben Stein hier. Oh ja, jetzt kann's. Das Meshfist kann man durchgehen zum Heilstein. Du kannst da hinten hingehen zu dem Feuerstein. Und den einsacken. So, Smashfist geht sich heilen.
So, du hast das Zeug alles. Ist gut. Dann kannst du auch mal rübergehen zum Heilen. Du sagst auf jeden Fall noch das Zeug hier ein und dann gehst du auch zum Heilen. So. Dann können wir alle zurück zum Runenstein abziehen, können da die Karawanenbewohner befreien und dann weitermachen. Haben ja doch wieder alle ein bisschen was abgekriegt. So. Team ist vollständig geheilt. Also zurück zum Runenstein. So viel zu dem Thema, dass man die gleichzeitig ausschalten muss, weil sie sonst Alarm geben. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich nicht die ganze Zeit so schwer getan. So, Characters. Du brauchst eh keinen mehr, aber du kannst wieder aufgefüllt werden. Wav. Oder Fortress. Speichern wir mal auf Fortress. Und für dich gibt es auch deinen letzten. Das heißt, es fehlen noch zwei gelbe Steine für den Smash Fist. Und da ist es wieder gut. Also alle sind dann. Haben dann alle ihre Fähigkeiten freigeschalten. Das finde ich dann gut soweit. Da sind nämlich alle endlich sehr stark, gut überpowered teilweise. Gerade der Shadow vor allem. Wenn ich mir überlege, ich hab schon mit dem Shadow eine ganze Patrouille einfach so ausgeschalten, ohne dass jemand was gemerkt hat. Ich habe mit dem Shadow. Bin mit dem Shadow durch den ganzen Gegnerhorden durchgehascht. Hab zig Schamanen ausgeschalten und hab diesen tollen Bug ausgenutzt. Weil ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass es Absicht war, dass man die gesamte Höhle da ins Wasser locken kann, dass sie sterben. So. Wie befreie ich die jetzt? Muss ich die überhaupt befreien oder kommen die jetzt einfach so von sich aus? Dieser Übergang sieht nicht sehr nett aus. Der führt wahrscheinlich da unten irgendwo hin, hä? Ja, ich kann einfach durchgehen. Also die Karawanenbewohner sind frei. Oh, sehr schön, nächster Abschnitt. Jade. Das Camp hat zwei Eingänge. Das Haupttor ist sehr gut beschützt. Seine felsigen Wände sind undurchdringlich und Scharfschützenwachen. Und Scharfschützen bewachen die das Gebiet von Dutzenden von Wachpunkten, sage ich mal, weil ich weiß jetzt nicht, was Impressors genau auf Deutsch heißt. Der Seiteneingang, welcher ein gewaltiges System aus Wurzeln ist, wird nur von den Piraten Aufspürern benutzt oder Spurenlesern. Es ist der perfekte Platz, um mit den Maultieren rauszukommen. Ja, gut. Ah, das ist mal nett zu wissen. Also, Taste 1, 2, 3 wusste ich, dass man mit Taste 4 alle auswählt, wusste ich nicht. Und dass man mit Tab durch sie durchzwitschen kann, wenn alle ausgewählt sind, wusste ich auch nicht.
to attacked. Also wenn ich Steuerung gedrückt hatte, dann kann ich auch einen Angriffsmarsch geben. Ah, gut zu wissen. Whirlwind kenne ich ja bereits. Stoneform, Heavy Arrows, Pause und Command Stack, Half Dead. Stone of Life, Team Management sind wir wieder da. Okay. There are just a few guards. We'll take care of them, no problem. Come on. Let's go. Let's go. Jo. Erstmal habe ich da hinten noch eine Sprengladung gesehen. Die könnte ich später dann einsacken, wenn ich die andere verschossen habe. Und wenn wir Glück haben, sind hier die letzten beiden Dwarven Stones auch noch versteckt, die ich für den Smasher brauche, für den Smashfist brauche. So, haschen wir mal dahin. Ich könnte die beiden zum Husten bringen. Bringt mir allerdings nicht so viel. Ich könnte auch mich auf die Scharfschützenposition da oben hinhaschen. Oder darüber, da habe ich einen besseren Überblick. Da wäre Energie zum Einsammeln. Ja, ich muss auf jeden Fall alle Guards ausschalten hier, sonst... mal gucken, ob das klappt. Nein, klappt leider nicht. Hat das einer gesehen? Ich habe auf jeden Fall ihre volle Aufmerksamkeit jetzt. Ne, ich glaube, sie haben nur die Rauchwolke gesehen. Sie haben aber nicht gesehen, wie ich in der Rauchwolke den einen weggehascht habe. Also schalte ich sie systematisch mal aus. Das dürfte ja leicht sein. Da wäre der Heilstein wieder. Der Runenstein ist auf der anderen Seite. So, war's das schon? That was easy. Ja, das Beiß hat der Shadow gemacht. I think it's not the end. Oh. Aus wie vielen Richtungen kommen sie? Vom Heilstein aus? Okay, alle wieder auf aggressiv stellen. Du rast mal hier rein. So, dann gucken wir mal. Du machst das an. So.
Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Wie soll ich bitte so gut kämpfen, wenn alle aus irgendwelchen Richtungen kommen? Ich müsste mich wahrscheinlich eher zurückziehen. Oder zum Heilstein durchwasen. So. Du, gib mal Sprengung. Ja, ich dachte es mir schon. Also laden wir mal das hier, das müsste ein Quicksave gewesen sein. That was easy. Ja. Gut, aber erstmal wie immer. Abschluss, Logbucheintrag 37, Captain Kirkbeard. Unserem Außenteam ist es gelungen, die Mitglieder der Karawane zu befreien. Sie sind jetzt nur daran, sich einen Weg zu bahnen, die Maultiere zu befreien. Leider scheinen sie dabei in ein Wespennest gestorben zu haben. Denn sie sind umzingelt. Aber Zwerge, die umzingelt sind, kämpfen noch erbarmungsloser. Die werden nicht wissen, was auf sie zukommt. Kirkbeard, Ende.